Irgendetwas wird hier vermischt. Hesekiel hat keine Vision. Er ist ein hervorragender Beschreiber. Was eigentlich hat sich tatsächlich abgespielt? Für den Mystery Park in Interlaken haben wir den alten Text des Hesekiel genommen und der modernen Computeranimation aufgezeichnet, wie sich die Story abgespielt haben könnte. Vom Mutterraumschiff aus, im Orbit, startet ein kleines Zubringerraumschiff. Unten auf der Erde sind die Menschen, unter anderem Hesekiel. Sie hören den Lärm, sie hören ein Rauschen, sie blicken auf, dann kommt das Fahrzeug auf die Männer zugerast. Die meisten werfen sich zu Boden. Hesekiel glaubt natürlich an etwas Übernatürliches, etwas Göttliches, traut sich als Erster aufzustehen und gibt diese präzise Beschreibung, wie ich sie eben, zumindest teilweise, erklärt habe. All das, was er beschreibt, sieht er als Augenzeuge. Er schreibt es ja in der ersten Person, in der Ich-Form. Das sind die Beine, die gerade sind. Das sind die Räder, die den fürchterlichen Lärm machen. Die Flügel, die sich nach unten senken, wenn sie stillstehen. Hesekiel ist ein hervorragender Beobachter. Am meisten ist er verblüfft, wie plötzlich Räder zum Vorschein kommen, die nach allen vier Seiten drehen können, rechts, links, vorne, hinten, ohne eine einzige Bewegung gut zu machen. Schließlich wird Hesekiel gepackt. Man setzt ihn auf dem Sessel des Co-Piloten. Und dann geht die Fahrt los. Er schreibt ja, die Hand des Herrn lastete schwer auf meiner Brust. Er spürt den Andruck beim Anflug, weiß natürlich nicht, was es ist. Und die Fahrt geht hinauf an einen Ort, wo er nicht weiß, wo er ist. Es ist weder Israel, noch ist sie nähe von Jerusalem, sondern er hat es beim Namen genannt. Er sagt ja, sie brachten mich auf einen sehr, sehr hohen Berg. In Jerusalem gibt es keinen sehr, sehr hohen Berg. Und dann meint er, taucht etwas auf wie eine Stadt. Er weiß nicht, wo er ist. Man hat das genannt. Mitten in der Stadt, so schreibt er, war etwas wie ein Tempel. Wieso eigentlich wie ein Tempel? Und diese Herrlichkeit des Herrn, dieses seltsame Gebilde, fliegt mitten in den Tempel hinein. Das Ding kann also gar kein Dach haben. Bei der Gelegenheit übrigens, lesen Sie es in der Bibel, vermerkt der Prophet wieder den unglaublichen Lärm. Er sagt sogar, er sei größer gewesen, der Lärm hier, als der, den er vorher in der Wüste gehört habe. Offenbar hört er das Echo, das Schlagen, das Wabern der Rotorenblätter, wie es von der Decke und von den Wänden zurückkommt. Schließlich kommt das seltsame Ding zum Stillstand. Hesekiel darf endlich aussteigen. Dort begegnet er diesem Glitzerwesen da, dem Mann in Erz, der ja zuerst mal spottet. Ihr Menschen habt Augen, um zu sehen und seht doch nichts und Ohren, um zu hören und hört doch nichts. Und dann hat der Fremde plötzlich dieses Messband oder Messlatte in der Hand. Der Rest ist bekannt. Hesekiel vermisst den Tempel in allen Einzelheiten. Die moderne Betrachtungsweise ist mindestens ebenso vernünftig und ebenso sinnvoll wie die gestrige Betrachtungsweise. Doch gestern hat man uns immer vorgemacht, alles, was in den alten Texten stehe, speziell in den sogenannten heiligen Büchern, hätten wir zu glauben. Inzwischen sind wir Gott sei Dank Kritiker geworden. Auch die Semantiker, die Exegeten, die Spezialisten für Altes Testament haben längstens gemerkt, dass hier einiges nicht so war, wie wir es geglaubt haben.